Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Bitcoin zu tun hat. Wir traden im Moment bei 47.300 US-Dollar. Wir haben hier ein wunderbares Breakout aus unserem Rising Wedge hier gesehen, was ihr hier auf diesem Chart hier wunderbar sehen könnt. Ja, wir hatten hier oben Widerstand, wir hatten dann nochmal hier Widerstand, wir hatten hier unten Support und hatten nochmal hier Support. Deshalb, wenn dich das Thema interessiert, scroll gerne mal nach unten, lasst dem Video gerne ein Like da und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Chartanalyse nach dem Intro. Let's go! So Leute, dann herzlich willkommen zu einem schnellen Update-Video und ich bin schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Termin, aber ich wollte euch jetzt hier unbedingt updaten, weil hier passiert natürlich jetzt einiges hier auf dem Bitcoin-Chart. Und zwar ist es jetzt wirklich so, dass wir hier ein wunderschönes Breakout nach oben gesehen haben und einen wunderschönen Pump hier nach oben und wir haben hier unsere Widerstandslinie durchbrochen und in den letzten zwei Videos habe ich euch gesagt, wenn wir diese Widerstandslinie durchbrechen, gehe ich von einem explosiven Move nach oben aus und das ist jetzt hier genau eingetreten und im Moment haben wir unseren Meister gefunden bei 47.300 US-Dollar. Was wird für jetzt wichtig? Für jetzt wird auf jeden Fall wichtig, dass wir über 48.557 Dollar weiter nach oben pushen und dieses Hoch hier rausnehmen. Wenn ich heute, dann übers Wochenende, wäre es am allerbesten, wenn wir dieses Hoch hier rausnehmen. Weil dann, Leute, muss man hier ganz klar sagen, wenn wir das hier rausnehmen, dann gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier oben wieder Richtung 52.800 Dollar hier nach oben steigen werden. Und das ist jetzt hier die erste größere Widerstandszone. Jetzt die kleinere Widerstandszone, die sich jetzt bildet, ist folgendermaßen. Und zwar seht ihr das auch hier ganz gut. Wir hatten Probleme, hier drüber zu kommen, wurden einmal rejected. Wir hatten Probleme, hier drüber zu kommen, Widerstand, nochmal Widerstand. Dann war es ein paar Mal Support, dann war es nochmal Support. Ja, und dann haben wir es aber nicht geschafft, hier wieder überhalb dieser wichtigen Widerstandslinie, die gelbe Linie, hier wieder drüber zu kommen. Was ist passiert? Wir sind dann hier massiv nach unten abverkauft worden. Dann hatten wir uns ein kleineres Szenario angeschaut auf dem kleineren Timeframe und zwar hatten wir dann hier unser Descending Triangle eingezeichnet. Ja? Ihr seht es hier ganz gut, wir hatten dann hier diese blaue Linie und hier unten unser Descending Triangle eingezeichnet. Das heißt, wir hatten dann uns hier immer weiterhin zugespitzt, aber wir haben ein wunderbares Breakout jetzt hier nach oben gesehen. Man muss auch dazu sagen, ein Descending Triangle hat die höhere Wahrscheinlichkeit nach unten hin auszubrechen, weil es eher ein bearishes Chart Pattern ist, aber 30%ige Wahrscheinlichkeit besteht auch darin, dass wir nach oben pushen und Bitcoin hat das hier gemacht. Ja, und so eine grüne Kerze tut wirklich jetzt mal wieder gut. Nach unten haben wir natürlich hier sehr guten Supportbereich jetzt bei 44.300 US-Dollar, also bei dieser Zone hier, auch wenn wir hier nochmal runterfallen sollten, wovon ich im Moment nicht ausgehe. Ich gehe jetzt eher von einer Akkumulation in diesem Bereich hier aus, gegebenenfalls eine schöne kleine Bullflag und dann hier den nächsten Move wieder weiter nach oben Richtung 50.000 US-Dollar. Wenn wir uns jetzt hier weiter das Ganze anschauen und zum Beispiel mal bei Cardano reingehen und wir uns das bei Cardano jetzt hier mal anschauen, haben wir auch hier unten bei Cardano Top wieder unsere 2 Dollar bei Zone hier erreicht und wir sind hier wunderbar nach oben gepusht über 2,20, ja, in diesem Bereich hier nach oben, deshalb das unbedingt jetzt im Auge behalten. Wir hatten hier ein wunderschönes W-Pattern hier auch noch in diesem Bereich. Und unsere Supportbox hat hier wunderbar gehalten. Also herzlichen Glückwunsch, der auch hier diesen Call seit mehreren Tagen, wo ich das schon gesagt habe, dass 2 Dollar bei Cardano ein sehr guter Entry ist, hier mitgenommen hat. Des Weiteren gehen wir auf Ethereum und ihr seht schon, es wird jetzt hier ein schnelles und kurzes Update werden. Und jetzt schreien hier irgendwelche Kinder draußen rum. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu arg. Aber jetzt ist es so, Leute, dass wir hier dieses, ja moin ey, alles klar, dass wir hier diese zwei Hochs jetzt rausgenommen haben bei Ethereum und wenn wir jetzt hier bei Ethereum weiter nach oben pushen und wieder hier in die Golden Pocket reingehen, dann gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier bei Ethereum wieder einen schönen Pump Richtung Golden Pocket sehen und dann gegebenenfalls diesen wichtigen Widerstand bei 3.558 Dollar hier rausnehmen werden. Auch das Volumen bei Ethereum sieht hier wirklich gut aus. Wenn wir hier weiter auf Solana gehen und ihr seht schon, ja, das zieht jetzt alle Coins hier mit, was natürlich Bitcoin macht, haben wir auch bei Solana hier wunderbar unseren Downtrend hier nach unten hin erstmal jetzt hier weiter durchbrochen. Das heißt, wir sind hier nach oben gepusht, schöner Retest und sind jetzt hier wieder Richtung, ja, 153 Dollar Marke unterwegs und die 153 Dollar Marke, wenn wir uns hier ein bisschen näher hinzoomen, scheint so, als wäre das jetzt hier neuer Support, weil das war hier diese Akkumulationsphase, wo wir es nicht geschafft haben, hier über 153 Dollar zu kommen. So Leute, das solltet ihr jetzt euch auf jeden Fall reinziehen, wenn euch das Thema natürlich interessiert und wenn euch das ganze Bitcoin-Thema interessiert und hier euch mein Kanal gefällt, scrollt gerne mal nach unten,
lasst gerne ein Like da. Und für heute wird es einfach wichtig, dass wir das Level halten und nicht wieder hier stark abverkauft werden, sondern dass wir hier in diesem Level bleiben und hier eine schöne Akkumulationsphase hinlegen. Falls uns das gelingt, gehe ich davon aus, dass wir hier eine schöne Bullflag uns formen, ja, und dann hier der nächste Move nach oben kommt. Da halte ich euch in Telegram auf den Laufenden. Wer da noch nicht drin ist, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, Main Channel. Und in diesem Sinne bin ich für heute raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.